Eine Kuh ist eine Kuh oder eben Mama Mu. Die macht also schöne Sachen, die sonst nur die Kinder machen. Ah, oh, war das schön. Ja. Hallo Tilly. Hallo Mama Mu. Du Tilly, ich habe die ganze Nacht gelesen. Guck mal, ich habe geübt. Du hast lesen geübt? Ja, ich habe, ja. Ich kann die Buchstaben. Pass auf. Ja. Hier. Ja. Hier. Ja. Ma. Ma. Mu. Mama Mu. Li. Ist. Liest. Flatter, flatter, plumps. Oh. Hallo Krähe, da bist du ja. Hallo Krähe. Hallo, hallo, hallo Mama Mond. Hallo Tilly. Oh, hast du das schöne Gedicht gehört? Gedicht, Gedicht, nix ist dicht. Für sowas habe ich überhaupt keine Zeit. Wirklich, das ist albern. Kleine Geschichten. Puh. Aber Krähe? Hä? Krähe? Ja, was denn? Es gibt gar nicht nur kleine Geschichten, es gibt kleine Geschichten und große Geschichten. Es gibt so viele Geschichten. Pass mal auf. Was? Ja, pass mal auf. Ja, mach ich. Ja. Ich pass ja auf. Ja. Ja. Lesen kannst du überall, in Bus und Bahn und auch im Stall. Schon fängt ein Abenteuer an, das dich überall hintragen kann. Ja, aber kann ich auch im Nest lesen? Na klar. Liest du ein Buch, dann ist es so, als gingest du auf Reisen. Es trägt dich fort, von hier nach dort, kannst durch die Welten kreisen. Du siehst und riechst den Orient und spürst der Wüste Hitze. Triffst Riesen und Zwerge, siehst Flüsse und Berge, kannst schlüpfen in jede Ritze. Lesen kannst du überall, in Bus und Bahn und auch im Stall. Schon fängt ein Abenteuer an, das sich überall hintragen kann. Abenteuer lieb ich, den Riesen zwick ich in die Nase. Bist du mal einsam, dann nimm dir ein Buch, das trägt dich durch die Stunden. Und Freunde triffst du, ob Kind oder Kuh, die mit dir die Welt erkunden. Alles ist möglich, was unmöglich scheint. Und Grenzen gibt es keine. Was fern war, ist nah, kannst erleben, was war. Die Welt ist ganz die deine. Lesen kannst du überall, in Bus und Bahn und auch im Stall. Schon fängt ein Abenteuer an, das sich überall hintragen kann. Abenteuer sind toll, aber davon lernt man nichts. Eine Wissenschaft. Auch schlau sind Bücher, sie antworten dir auf viele deiner Fragen. Wieso und warum, deshalb und darum, dann kannst du's weiter sagen. Dass Vögel verreisen, wenn's kalt wird im Land. Ich nicht. Und Krebse seitwärts gehen, dass Elstern oft keckern und Ziegen mehr meckern, die Katzen im Dunkeln sehen. Lesen kannst du überall, in Bus und Bahn und auch im Stall. Schon fängt ein Abenteuer an, das dich überall hintragen kann. Lesen kannst du überall, in Bus und Bahn und auch im Stall.
und Feder teuer an, dass du überall hintragen kannst.